Das Warten hat ein Ende, die Bühne ist bereitet und die ganze Welt wird zusehen. Am Freitag werden die Gruppen für die WM-Endrunde 2014 in Brasilien ausgelost. Ein mit Spannung erwartetes Event, vor allem unter den Teilnehmernationen. Das private Strandresort der Costa do Saipe in Salvador de Bahia ist der Schauplatz. Übertragen wird in 155 Länder. Die rund 1300 Gäste und 2000 Reporter haben aber nur wenig Zeit, um die Sonne Brasiliens zu genießen. Die WM wird immer populärer und jede Auslosung ist größer als die davor. In Kapstadt im Dezember 2009 zum Beispiel hatten wir, glaube ich, 250 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. Und dieses Mal hoffen wir, dass es deutlich mehr werden. Vor allem in diesem Fußballland, jeder wird auf Bahia schauen. 32 Nationen, darunter auch Gastgeber Brasilien, werden am Freitag erfahren, gegen wen man in der Gruppenphase ran muss. Fairness soll dabei ganz oben stehen. Es gibt zwei Schlüsselprinzipien für die FIFA bei einer Auslosung. Die erste ist die sportliche Balance, also dass alle Teams eine faire Chance haben. Das zweite Prinzip ist die geografische Aufteilung. Man will eben nicht, dass eine Gruppe aus 4 südamerikanischen Teams oder 4 europäischen Teams besteht. Das sind also die zwei Hauptprinzipien, die die Auslosung bestimmen und wir achten auf die perfekte Durchführung. Und so sieht es aus. In Lostopf 1 befinden sich neben Gastgeber Brasilien 7 weitere gesetzte Nationen basierend auf der FIFA-Weltrangliste, darunter auch Deutschland. Topf 2 besteht überwiegend aus afrikanischen Teams, dazu kommen 2 Nationen aus Südamerika. Hinzu noch ein europäisches Land, das noch aus Top 4 hinzugelost wird. Im dritten Lostopf befinden sich Teams aus Asien und der CONCACAF-Region, unter anderem die USA mit Coach Jürgen Klinsmann. Der europäische Top 4 beinhaltet WM-Sieger wie Italien, England und Frankreich. Eines der 9 Teams wird aber noch Top 2 auffüllen. Basierend auf den Losköpfen werden 8 Vierergruppen ausgelost. In keiner Gruppe dürfen mehr als 2 Europäer sein. Zudem dürfen auch die Südamerikaner noch nicht aufeinandertreffen. Wir werden auch eine Show bieten mit sehr charakteristischen Sängern und Tänzern Brasiliens. Brasilien hat einfach eine unendliche Vielzahl musikalischer Rhythmen und Tänze und so weiter. Wir haben die Dinge ausgewählt, die sowohl das traditionelle als auch das moderne Brasilien repräsentieren. Trotz allem wird am Freitag natürlich die Auslosung im Mittelpunkt stehen.